Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer Sendung über Astronomie. Die Fernsehkanäle sind voller Science-Fiction-Geschichten, die Kinos sind voller Science-Fiction-Filme. Offensichtlich ist Weltraum ein Thema, Astronomie ist ein Thema. Und wir wollen in dieser Sendung ein bisschen dazu beitragen, zu erklären, was eigentlich am Himmel los ist. Und am Beginn unserer Sendung soll die Frage stehen, warum macht man überhaupt Astronomie? Warum betreiben wir Astronomie? Warum schauen wir uns den Himmel an und versuchen zu erklären, warum sich die Gestirne am Himmel so bewegen, wie sie es tun? Warum versuchen wir mit Teleskopen und Satelliten herauszufinden, was sich am Himmel abspielt? Versetzen wir uns mal für einen Moment in die Lage eines Steinzeitmenschen. Und so geht es eigentlich fast jedem von uns, der nachts im Garten sitzt, sich den Himmel anschaut und beeindruckt ist. Beeindruckt ist von der Schwärze des Himmels, vor allen Dingen dann, wenn er in einer Gegend wohnt, wo wenig Licht ist. Beeindruckt ist von den Erscheinungen, die sich da abspielen, von den Sternbildern, von der Leere zwischen den Sternen, vom Mond, wie er seine Phasen wechselt. Und ab und zu kann es auch mal passieren, dass man eine Sternschnuppe erwischt. Und wir wissen inzwischen alle, dass Sternschnuppen kleine Staubteilchen sind, die in die Erdatmosphäre eindringen und dann ihre Leuchterscheinungen machen. Oder wie vor 2 Jahren, als der Komet Hale-Bopp über der Atmosphäre stand und nachts wirklich fantastisch gut zu sehen war. Erscheinungen, die uns alle mehr oder weniger stark wirklich faszinieren. Und das geht schon immer so. Das geht schon so, seitdem es Menschen gibt, dass man da oben hinschaut und sich fragt, was ist da eigentlich los? Und es gehört zur Natur des Menschen, dass er versucht zu verstehen, was sich in der Welt abspielt. Es gehört einfach zu unserer Neugier. Und das ist das erste Stichwort, was zur Astronomie gehört, die Neugier. Zu wissen, was ist eigentlich in den Gebieten, die wir sehen, aber wo wir nicht hinkommen. Wo wir nicht genau wissen, was ist da eigentlich. Und wir sehen sie zwar, aber wir wissen nicht genau, was ist da, wie ist es da. Und diese Neugier ist das, was die Astronomen schon immer und natürlich auch heute vor allen Dingen antreibt. Der Steinzeitmensch, der konnte seine Neugier eigentlich nur damit befriedigen, indem er versucht hat, da er nicht genau wusste, was sich abspielt, indem er versucht hat, Götter in den Himmel zu setzen. Er hat seine ganze Welt beseelt mit Zaubereien und Zauberern und Göttern. Und so waren natürlich auch am Himmel zunächst einmal Götter. Er sah, dass die Erscheinungen am Himmel eine gewisse Gleichmäßigkeit hatten. Das heißt, der Mond kam und ging. Der Sternenhimmel hat sich verändert im Laufe eines Jahres und so war es möglich, gewisse Regelmäßigkeiten am Himmel mit Regelmäßigkeiten in seiner Umgebung gleichzusetzen. So ist der Kalender entstanden, so sind die Ernte- und Saatzeiten entstanden. Später war es so auf einmal auch noch wichtig, als man übers Meer fuhr, herauszufinden, welche Position habe ich, wie weit bin ich von dem Ziel entfernt, wo ich eigentlich hin will. Und auch da haben die Sterne eine ganz wesentliche Rolle gespielt, weil unsere Position direkt am Himmel festzumachen ist. Denn am Himmel gibt es Fixsterne. Der normale Fixsternhimmel ist der Himmel, der ruhig auf der Himmelsoberfläche zu sehen ist und wo der sich kaum ändert, der sich insgesamt nur dreht, und zwar mit den Jahreszeiten. Und vor diesem Fixsternhimmel laufen die Planeten. Und die Planeten haben manchmal sogar eine rückwärtige Bewegung vor dem Fixsternhimmel. Alles das kann man mit bloßem Auge erkennen. Das konnte also auch der Steinzeitmensch, das konnten auch die Menschen in der Antike erkennen. Und der erste wesentliche Antrieb, Astronomie zu machen, war einfach nur zu wissen, in welcher Jahreszeit bin ich, an welchem Ort bin ich. Also Navigation war wichtig und die Kalender. Man hat zum Beispiel die Nilüberflutungen ganz stark mit den Erscheinungen am Himmel zusammengebracht. Darüber hinaus gibt es natürlich Kulturleistungen, die wir heute auf der ganzen Welt bestaunen, wie die Pyramiden der Mayas oder die großen Steintempel in England, Stonehenge, die auch nur gebaut wurden, um ganz bestimmte Positionen am Himmel zu ganz bestimmten Zeiten im Jahr festzumachen. 21. Juni, wenn es also genau, wenn der Tag und die Nacht die gleiche Länge haben, dann stand bei gewissen Bauten, wie zum Beispiel Stonehenge, die Sonne eben genau am Sonnenuntergang an einer ganz bestimmten Stelle und dort wurde ein Schlitz gebaut. Da hat man sich sozusagen einen Jahreskalender gemacht. Wir betrachten ganz andere kulturelle Erscheinungen heute, die wir gar nicht mehr als solche wahrnehmen, die aber auch von der Astronomie herkommen. Dass jedes Kind heutzutage weiß, dass die Erde eine Kugel ist, dass die Erde sich um die Sonne herumdreht, alles das
sind astronomische Erfahrungen, die wir heute, ohne überhaupt nur darüber nachzudenken, benutzen und die letzten Endes nur von der Neugier der Astronomen herstammen. Natürlich hat es früher auch ganz einfache wirtschaftliche Interessen gegeben, Astronomie zu betreiben. Denn früher, als die Götter im Himmel waren, hat der Astronom, der also die Himmelsbeobachtung vorgenommen hat, der hat Horoskop gemacht. Die Astronomie ist aus der Astrologie entstanden, nämlich aus dem Verfahren, aus den Sternbildern dort oben irgendetwas darüber zu erfahren, wie das Schicksal ist. Könige hielten sich ihren Hofastronomen, um herauszufinden, ob ein Krieg nun angesagt ist oder nicht. Und der Hofastronom beguckte die Welt oben und stellte fest, ja, die Sternbilder stehen gut für dich, wirf die Heere nach vorne. Und wenn das dann schief ging, also die Niederlage da war, dann musste der Astronom oft genug mit seinem Leben dafür büßen, dass er die Sterne offensichtlich nicht richtig interpretiert hat. Und insofern sollte man mit astrologischen Dingen sehr vorsichtig sein. Es hat schon früher Astronomen sehr häufig den Kopf gekostet. Aber die Astronomie hat sich insgesamt wirklich daraus entwickelt, dass Leute daran interessiert waren, was spielt sich am Himmel ab, und haben das direkt auf ihr eigenes Leben bezogen. Das wurde immer interessanter, als nämlich die Kriege immer häufiger wurden und die Astronomen immer mehr gebraucht wurden, mussten die Beobachtungen am Himmel immer genauer werden. Und einer der ganz großen Astronomen, Kepler, der wirklich von Hause aus eigentlich Astrologe war, weil er damit sein Geld verdient hat, war einer derjenigen Titanen im Mittelalter, die unser Weltbild völlig umgeworfen haben. Bis dahin dachte man nämlich, die Erde, also und damit der Mensch, sei der Mittelpunkt der Schöpfung. Jetzt fand Kepler heraus, vor ihm Kopernikus. Kopernikus hat aber sein Buch über die Tatsache, dass die Erde nicht im Mittelpunkt steht, sondern die Sonne, erst knapp vor seinem Tode publizieren lassen. Er wusste schon warum, weil man natürlich mit der Vorstellung, der Mensch und die Erde stände nicht mehr im Mittelpunkt des Universums, ganz gewaltige Schwierigkeiten hatte bei der Kirche. Die katholische Kirche konnte sich überhaupt nicht damit abfinden, dass die Astronomen, die doch die ganze Zeit die Horoskope nur vorhergesagt hatten, jetzt auf einmal mit Erkenntnissen kamen, die das gesamte Weltbild verändert haben. Und da, als Galileo kam im Mittelalter und dann auch noch feststellte, dass die Sonne schwarze Flecken hatte, dass um den Jupiter herum Monde fliegen, und er beweisen konnte, dass die Erde nicht im Mittelpunkt stand, sondern dass die Erde nur einer von vielen Planeten ist, die um die Sonne herum sich drehten, da war bei der Kirche wirklich der Teufel los. Und Sie sehen schon, das nächste Stichwort zur Astronomie ist sicherlich Leidenschaft. Leidenschaft und Neugier bedingen sich in der Astronomie zu einem unglaublichen Potenzial an Kreativität. Und zu dieser Leidenschaft gehört auch Skepsis. Nämlich zu fragen, ist denn das, was wir da sehen, mit dem, was wir glauben, wirklich vereinbar? Und so muss Neugier, Leidenschaft und Skepsis zusammengenommen werden als die Grundlagen unserer astronomischen Beschäftigung. Der Zweifel, dass das, was wir sehen, wirklich das ist, was wir sehen, und zu verstehen, was dahinter steckt, ist die wesentliche Antriebsfeder für die Astronomie. Nachdem also im Mittelalter einigermaßen klar geworden ist, dass die Vorstellung, die Götter seien im Himmel und wären für die Planetenbewegung verantwortlich, zusammengebrochen war, nachdem man feststellte, die Erde ist nicht mehr im Mittelpunkt der Welt, sondern die Sonne, und als Newton dann auch noch herausfand, welche Kraft dafür verantwortlich ist, dass die Erde und mit ihr die anderen Planeten, Venus, Merkur, Mars, Jupiter und so weiter, sich um die Sonne herumdrehten, da war es dann völlig vorbei. Da wusste man ja überhaupt nicht mehr, an was man glauben sollte, und nicht zuletzt deswegen spricht man auch davon, dass Naturwissenschaften und immer insbesondere die Astronomie, weil sie es mit diesem riesigen Universum zu tun hat, zu einer Desillusionierung führte. Die Leute wurden eigentlich ständig illusionsärmer gemacht. Niemand glaubte mehr daran, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ein Universum, was völlig frei ist von irgendwelchem Sinn. So dachte man am Anfang. Und in der Tat hat man inzwischen durch viele, viele astronomische Beobachtungen im 17., 18. Jahrhundert und natürlich jetzt vor allen Dingen in der Neuzeit herausgefunden, dass die Erde um einen Stern sich dreht, den man nur als Otto-Normalverbraucher bezeichnen kann. Ein Stern, der wiederum sich um das Zentrum einer Milchstraße dreht. Diese Milchstraße ist eine Scheibe, unsere Milchstraße ist eine Scheibe. Und diese Milchstraße ist eine 0815 Milchstraße unter 100 Milliarden von Milchstraßen irgendwo in einer nicht weiter, wie wir sagen, bevorzugten Gegend des Universums. Und wo immer wir rausschauen ins Universum, überall sieht mehr oder weniger alles gleich aus. Das Universum ist ziemlich leer. Riesige Hohlräume sind umgeben von Haufen von Milchstraßen.
Und so schauen wir heute, wir modernen Astronomen, heute mit allen Möglichkeiten, die wir haben, nämlich mit Teleskopen oder sogar Raumsonden, ins Universum hinaus und versuchen zu verstehen, was sich dort abspielt. Der physikalische Grund, der tiefere Grund, Astrophysik zu betreiben, besteht darin, dass wir dort draußen Dinge finden, die wir hier in unseren Laboratorien überhaupt nicht feststellen können. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Die Sonne strahlt Energie auf die Erde ab. An einem guten Sommertag haben wir so pro Quadratmeter ein Briketts an Wärmewert. Also ganz ordentlich. Und man hat sich lange gefragt, woher nimmt die Sonne eigentlich ihre Energie? Und die Atomphysik und die Kernphysik, also die Lehre von dem Aufbau der Atome und der Atomkerne, hat ganz wesentlich davon profitiert, dass man herausfinden wollte, wie kommt es eigentlich, dass die Sonne schon seit Jahrmilliarden ganz langsam, aber ständig ihre Energie abstrahlt. Und der wesentliche Prozess, der dazu führt, das wissen wir heute, und es ist für jeden Physikstudenten Lehrthema im Lehrbuch, ist die Kernfusion, also die Fusion von Atomkernen. Und wir versuchen heute verzweifelt in unseren Experimenten im Labor diesen Vorgang nachzuahmen, um ihn für die irdischen Belange, nämlich für unsere Energieerzeugung, notwendig und wirksam zu machen. Auf diese Art und Weise hat die Astronomie bei diesem Thema eine ganz wesentliche richtungsweisende Funktion gehabt. Das ist nur eines von unzählig vielen Beispielen, wo die Astrophysik sozusagen der Vorläufer der Physik gewesen ist und ganz wesentlich dazu beigetragen hat, hier immer wieder ganz neue Horizonte zu entwickeln, das Weltbild also systematisch zu erweitern. Und diese Weltbilderweiterung steht immer wieder dann in der Konfrontation, in der Diskussion mit den Weltbildern, die uns von allen möglichen Seiten an uns herangetragen werden. Das Universum, was wir sehen, ist riesengroß. Das Universum, was wir sehen, ist voller fantastischer Phänomene, die wir uns versuchen werden, in dieser Sendung ein bisschen klarer werden zu lassen. Wir werden über schwarze Löcher reden, wir werden über rote Riesen reden, über weiße Zwerge reden, wir werden über unglaubliche Energiemengen reden, die freigesetzt werden, wenn zum Beispiel unser Heimatgestirn, die Sonne, explodiert. Wir werden darüber reden, in welchem Zusammenhang es steht, dass unser Planet in einem ganz besonderen Abstand von seinem Zentralgestirn steht. Also ist es hier warm? Hier ist es offensichtlich warm genug, damit Leben entsteht. Wir werden fragen, welchen Einfluss der Mond auf unser Leben wirklich hat. Nicht nur auf die Operation oder auf das Wachstum von Bäumen, sondern was für einen Einfluss der Mond auf den Planeten Erde wirklich hat. Wir werden fragen, sind wir allein im Universum oder gibt es noch andere? Und wir werden versuchen herauszufinden, ob die Schöpfung eine Wahl hatte. Ob dieses Universum, in dem wir leben, das einzig Mögliche ist oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Und das führt dazu, was am Ende einer astronomischen Beschäftigung stehen muss, nämlich die Frage nach dem Sinn der Dinge. Die Astronomie kann nur physikalische Fragen beantworten. Den Sinn dieses Universums kann sie nicht erkennen, denn der Sinn des Universums liegt natürlich, oder die Bedingung, die Frage nach den Anfangsbedingungen, was war denn nötig, damit das Universum entstehen konnte, liegt außerhalb des Universums. Aber die Astronomie kann wesentliche Fragen beantworten, die zu unserer eigenen Existenz gehören. Die Frage, wo kommen wir her, was machen wir hier und wo gehen wir hin? Und das wollen wir in unserer Fernsehreihe ganz langsam, sukzessive, peu à peu behandeln. Und ich werde Ihnen einfach immer wieder was erzählen darüber, was sich da draußen abspielt.